Russlands Präsident nimmt sich Zeit für einen Besuch in einem Ferienlager bei Moskau. Vor den Schülern holt er aus zu einem Propagandaschlag. Die ukrainische Armee gehe in der Ostukraine vor wie die deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion. Die prorussischen Separatisten dagegen würden lediglich Zivilisten in den eingekesselten Städten verteidigen. Und in Moskau legt der Außenminister nach, weist vehement zurück, russische Truppen würden in der Ukraine kämpfen. Es ist nicht das erste Mal, dass es solche Mutmaßungen gibt. Und nicht einmal wurden Fakten präsentiert. Es gab Berichte von Fotos aus dem Weltall, die russische Truppenbewegungen zeigen sollen. Aber die haben sich als Bilder aus Computerspielen herausgestellt. Diese NATO-Aufnahmen von angeblich russischen Panzern in der Ukraine, also nur aus Computerspielen? Und auch diese Videoaufnahme der ukrainischen Armee, die einen russischen Panzer in der Ukraine zeigen soll, kein stichhaltiger Beweis? Die prompte Reaktion eines Separatistenführers auf Putins Aufforderung, einen Schutzkorridor für ukrainische Soldaten zu öffnen, dann auch kein Befehlsgehorsam? Mit allem Respekt für Wladimir Putin, dem Präsidenten des Landes, das uns moralisch unterstützt, erklären wir uns bereit, humanitäre Korridore für die ukrainische Armee bereitzustellen. Im Westen glaubt kaum noch jemand, dass Russland die Separatisten nur moralisch unterstützt. Russland hat die Separatisten ausgebildet, Russland bewaffnet sie und Russland bezahlt sie. Entgegen Moskaus hohler Dementis ist jetzt klar, dass russische Truppen und russische Ausrüstung illegal über die Grenze in den Osten und Südosten der Ukraine gelangt sind. Präsident Putin lässt sich von all dem nicht beeindrucken. Für ihn ist nur unverständlich, dass der Westen nicht auch die Führung in Kiew kritisiert.